Nein, es ist nicht Jesus, der sich nach Tel Aviv verirrt hat. Seine Heiligkeit in Tüchern mit wallendem Haar ist der Messias höchstpersönlich. So sagt er. Seit einem Schlangenbiss in Bethlehem vor etwa einem Jahr spreche Gott aus ihm und verkündet eine Botschaft, die man sogar fühlen soll. You can try to feel it right now. Lass es uns versuchen. You see, I'm ich vibriere. I don't feel anything. Ich fühle nichts. Because you're still das ist nur, weil du hier verkrampft als Reporterin bist. Du musst dein Herz öffnen. Die Glaubensstätten in Jerusalem locken Pilger an aus aller Welt. Religiös ergriffen von all den Heiligtümern in der Altstadt, glauben sie sich selbst als heilig, erleiden sozusagen eine religiöse Überdosis und benehmen sich beispielsweise wie König David. Some of them, they are dressed die verkleiden like sich als Jesus hier, rennen ganz in weiß, samt Dornenkrone in der Stadt herum und rufen, hier komme ich, der Weltuntergang naht, passt auf und betet. Religiöse Inbrunst ist fast normal in Jerusalem und selbst Glaubensextase gibt es hier öfter, bei der sich einige gar die Füße verbrennen. Doch das Jerusalem-Syndrom wird bei 50 bis 200 Patienten jährlich sogar klinisch behandelt und kann gefährlich werden. Einige versuchen als heilige Figur in der Altstadt Muslime oder Juden zum Christentum zu bekehren. Das mögen viele gar nicht und ist daher riskant. Auch für andere. 1992 randalierte dieser Amerikaner in der Grabeskirche. Er hielt sich für den Gründer einer neuen Religion. Diese Frau ist harmlos, allerdings kann sie in ihrer eigenen Sprache mit Gott reden. Unser Messias lässt sich von all der Konkurrenz im Heiligen Land nicht beirren. Schließlich ist er der Einzige, der mitten in Tel Aviv sitzt.